Moin, da sind wir wieder. Letzte Folge haben wir das Schiff bekommen. Also wir haben natürlich noch nicht Mission R, was? Alpha Centauri. War das das, die wir annehmen wollen? Natürlich noch nicht im Kampf erzeugt, sprich mit Nö, ja, das machen wir jetzt auch mal. Hauptquest weiter. Ach, wir müssen in die Loge. Nöl oder Noel oder wie auch immer. Gehen wir mal zurück in die Loge. Ich muss ja noch mal ein bisschen Forschung machen und Skillpunkte verteilen. Müssen wir dann mal gucken, wann wir das machen. Komm, mach Soll hin. die. Können wir uns unterhalten? Ja, Ja, mach mal halt kann ich jetzt, helfen? bevor du die ganze Zeit nervst. Es hat eine große Last von mir genommen, dir die Wahrheit zu sagen. Danke, dass du mir zugehört hast. Aber darüber zu reden und die Jahre Revue passieren zu lassen, hat unschöne Erinnerungen geweckt. Oh Gott, was ist das denn alles? Ich bin für, falls jemand reden brauchst, du musst nicht darüber reden, okay? Ich frage mich langsam, ob du deinem Leben überhaupt schon irgendwann Spaß hattest. Hast du Erinnerungen von, die nicht unschön sind? Ich würde gerne darüber sprechen, aber nie, na, das ist schlecht. Mach mal das. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe dir gesagt, dass ich viele Jahre lang am Rand der besiedelten Systeme mit Schmugglern kooperiert habe. Mit einigen davon habe ich eng zusammengearbeitet und mit der Zeit Beziehungen aufgebaut. Sie waren keine Versprochenen, aber ich habe sie als Freunde gesehen. Selbst wir Heiden können ganz nette Leute sein. Du klingst überrascht. Was meinst du mit Versprochenen? Die Angehörigen von Haus Varun. Wir, die der großen Schlange als Diener versprochen wurden, jetzt und für immer da. Im Gegenzug verspricht die Schlange, sich nach ihrer Rückkehr um uns zu kümmern. Selbst wir Heiden können ganz nette Leute sein. Ja, das habe ich auch bemerkt. Es war eine Überraschung und ist es noch. Ich wurde zu dem Glauben erzogen, dass alle, die der großen Schlange nicht folgen, bedeutungslos sind. Denn sie sind verloren. Ihr Schicksal ist unabänderlich und grausam. Und doch lernte ich nun Menschen mit Hoffnungen und Träumen kennen, Vorlieben und Abneigungen. Es kam mir vor wie ein kleiner Verrat an Haus Varun, aber meine Freunde waren mir wichtig. Und dann habe ich sie verloren. Es ist nie leicht, einen Freund zu verlieren. Du musst schrecklich. Das muss man. Wir haben alles schon jemanden verloren. Komm vor. Nee, das ist Das war nichts. es. Auf eine Weise, die ich damals nicht verstanden habe. Es plagt mich noch heute. Es ging so plötzlich. Wir waren auf einem abgelegenen Planeten, um Fracht umzuladen, als aus dem Nichts Fanatiker auftauchten. Wir konnten kaum reagieren. So viele wurden sofort getötet. Meine jahrelange Ausbildung hat mich wohl gerettet. Ich bin nicht erstarrt, sondern sofort zu meinem Schiff geeilt. Habe sie aber alle zurückgelassen. Aaron Bascom und Jada Wong. Sie waren meine Freunde und ich habe sie im Stich gelassen. Und seitdem nie nach ihnen gesucht. Wenn sie nur halb so stark sind wie du, sind sie durchgekommen. Du hast Angst, dass sie dir den Abgang vorwerfen? Wie lange ist das her? Du hast dich nie nach ihnen erkundigt. Das machen wir nicht. Machen wir das. Ganz gewiss. Sie waren einfallsreich. Aber wie sehr wurde ihr Leben durch diesen Moment zerrüttet? Seit ich dich kenne, denke ich mehr und mehr über all das nach. Wie merkwürdig alles war. Wie ich nie erfahren habe, was wirklich passiert ist oder was aus ihnen geworden ist. Meine Verbindung zu dir hat mich daran erinnert, was es heißt, jemanden zu vertrauen. Für ihn da zu sein. Das darf ich nie wieder vergessen. Ich muss dem endlich nachgehen. Und ich hätte dich dabei gerne an meiner Seite. Ich weiß nicht, was wir finden, aber ich weiß, mit dir wird es leichter. Wenn es sich beruhigt, bin ich natürlich dabei. Klar, ich habe heute sowieso nichts Besseres zu tun. Das lasse ich mal weg. Ich weiß nicht, ob es mir Trost spendet, aber es ist dennoch wichtig. Ich weiß nicht, wo sie sein könnten, aber ich glaube, wir sollten unsere Suche in Aquila City beginnen. Dort habe ich Aaron Bascom zuletzt gesehen. Da kommen wir gerade her, verdammt.
Sie sieht mich als Freund. Okay, unter Aktivitäten ist das abgespeichert, alles klar. Nein, machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt da rein. Weil jetzt machen wir mal kurz in der Hauptquest weiter, ne? Müssen wir mal gucken, wie Ich viel finde es brauchen wir sehr eigentlich noch beruhigend, dass mit hier vermutlich niemand versuchen wird, uns zu töten. für Level Up. Servus. Alles klar. So. Wie war Neon? Ist alles in Ordnung? Da war ich die ganze Zeit schon nicht mehr. Wir wurden angegriffen. Zeit für eine Krisensitzung. Sieben Ordnung, irgendwelche Sitze am Schiff aufgetaucht. Machen wir das. Nein? Du solltest die Daten meiner Schiffssensoren ansehen. Okay, dann übertrage ich jetzt die Daten. Bin zwar jetzt mit einem anderen Schiff da, aber Ich zeige naja. es kurz hier auf dem Tisch. Nimm am Treffen der Loge teil. Okay. Ist das etwa ein Prototyp? Nein, das ist vollkommen unbekannt. Was zum... Kommt alle her, das müsst ihr sehen. Darf ich mich mal setzen? Ja, anscheinend, ne? Nö. Ich soll die anquatschen. Das gehört zu keiner Fraktion Ach und nicht so. zur Crimson Fleet. Ist das vom Militär? Kein Admiral der United Colonies kennt so ein Design. Sie nennen sich die Sternenblüter. Sie wollten das Artefakt haben. Sie behandeln uns wie Kinder, die mit den Sachen ihrer Eltern spielen. Was wissen wir? Gibt es Splittergruppen, die so heißen? Nicht in dem besiedelten System. Vielleicht ist es eine entfernte Kolonie, die jetzt auf den Plan tritt. So wie Haus Varun? Das wage ich zu bezweifeln. Ist es nicht offensichtlich? Eine bislang unbekannte Gruppe, die über die Artefakte Bescheid weiß? Ich sage es einfach. Intelligente, außerirdische Lebensformen. Oder extradimensionale Wesen. Die Schöpfer von den Rändern des Alls. Könnten es nicht sogar die Racheengel sein, die die Menschheit von den Früchten verbotenen Wissens abhalten wollen? Es gibt also einige Thesen, aber nichts Konkretes. Wir wissen nur, dass sie die Artefakte wollen. Wenn nötig, mit Gewalt. Ich bin Sams Meinung, dieses Schiff könnte menschgemacht sein. Er könnte recht haben, die Artefakte stammen nicht von Menschen. Ich mach mal das. Diese Dinger stammen aus keinem Labor der besiedelten Systeme. Und dieses Schiff auch nicht. Diese seltsamen, extradimensionalen Wesen bauen ihre Raumschiffe also genauso wie wir? Das wäre schon ein extremer Zufall. Es glitzert wieder in der Dunkelheit. Fragt mich einfach nach den Koordinaten. Ich würde gern mit dir reden. Füge das aktiv ab. Was? Füge? Wir uns mal das kurz Artefakt unterhalten? Der Sammlung hinzu. Ich musste gerade husten. So. Da mach. Ich wusste gar nicht, dass wir noch eins haben. Ja. 7500 Credits. Sehr schön. Ich möchte mit dir über etwas reden. Bedien dich ruhig an der Bar. Ich trinke zwar nicht, aber wenn ich es täte, könnte ich jetzt sicher einen vertragen. Geht die raus? Tatsache, die geht zum Schiff, will auch mit mir reden. Ich fühle mich hier vom ersten Tag an wie zu Hause. Diese Leute sind meine Familie. Ich hoffe, dir geht es auch so. Wie viel von den Teilen haben wir eigentlich? Der geht hoch. Er sitzt hier wie der Chef. Was macht denn der? Hoffentlich treibt Cora keinen Unfug. Aha. Okay, nee, wir quatschen mal gleich mit dem hier weiter. Entschuldige, habe gerade gerechnet. Willst du Mundwerke tauschen? Dreh dich um. Ihr seid da draußen ganz schön durchgeschüttelt worden. Mit diesen Sternenblütern ist nicht zu spaßen. Bereit zum Aufbruch? Das Auge sieht zwar die Artefakte, aber leider nicht unsere neuen Konkurrenten. Ich bin noch nicht so weit. Wie viele Artefakte gibt es wohl da draußen? Wer weiß schon, wie viele es sind. Aber die Suche wird schwerer. Langsam gerät die Sehkraft des Auges an seine Grenzen. Es sind Reparaturen, Optimierungen und neue Teile nötig. Ich bin bereit. Wohin du auch fliegst, geh immer auf Nummer sicher, okay? Die Erkundung des Weltalls ist auch ohne mörderische Konkurrenz gefährlich genug. Begib dich zum Planeten Blub, begib dich zum Planeten Blub. Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Jojo.
Mindestens. Noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Aber will ich wie immer hier gucken. Wir könnten ja hier diese Dinger da verkaufen. Diese Jetpacks, die wir da noch haben. Wozu brauchen wir die eigentlich? Ich glaube, wir brauchen die nicht. Gibt es eigentlich bessere als dieses Mentes-Ding? Können wir eigentlich den Cheater verkaufen? Ich verkaufe mal gerade erst und dann gehen wir zum Schiff. Es ist toll hier. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Kann ich dir behilflich sein? Aber sicher, es kommen viele Reisende nach New Atlantis, also besteht an Bekanntschaften kein Mangel. Es macht Spaß, mit neuen Leuten über ihre Erlebnisse zu plaudern. Und es ist kein besonders riskanter Beruf, nicht wie der meines Bruders. Er ist ein Marine und zu allem Überfluss auch noch in Cydonia stationiert. Er sagt immer, er sei sicher und dass er seinen Job liebt. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich höre aus Cydonia immer nur, dass es schon wieder einen Unfall gab. Ich kann nur hoffen, dass ihm nichts passiert. Ich hoffe, du hast recht. Aber es ist schwer, mich davon zu überzeugen. Aber, ach, tut mir leid. Ich wollte das nicht alles auf dir abladen. Aber es tut gut, mir das von der Seele zu reden. Bis demnächst. Du wirst beim Betreten der Stadt gesehen. Sollen wir was reparieren? Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Du findest sicher was, was dir gefällt. So, da sind wir wieder. Verkaufen konnte ich nichts, halt irgendwo irgendwie nicht. Wen nehmen wir denn als erstes? VB oder V3? Mach mal den und leg da mal den Kurs hin. Können wir hinspringen. Aber ich habe gar nicht gewusst, wie weit kommt denn eigentlich unser neues Schiff? Ich habe was für dich. Was? Haben wir den ersten Kampf mit unserem neuen Schiff? Na dann. Sternenblut. Was ist denn das hier für eine komische Einstellung, bitte?
ja mit der Dings überhaupt nicht einverstanden. Wieso kann ich denn eigentlich diesen... Der hat nur Raketen. Du bist nicht auserwählt. Also ich bin irgendwie, komme ich mit dem Ding noch nicht klar, ganz ehrlich. Und wieso hat er das Cockpit umgebaut? Komm her, du Ratte. Oh, jetzt, ist das Steuerwald? So. Wo ist denn der? Erwischt. Jo, Hammer. Komische Einstellung ist das hier gerade. So, sind wir eigentlich fertig? Ist der platt? So, machen wir hier. Wo wollten wir eigentlich hin? Da wollten wir hin, ne? So, Kurs festlegen bitte. Landen. Schrotflinten-Zertifikatskill erhöht den Schaden durch Schrotflinten. Aha. Wieso war da jetzt das Cockpit so komisch? Ist das normal bei dem Schiff? Also Landung im Gang. Die Laser waren jetzt auf Taste G. Fand ich komisch, aber naja, dann ist es halt so. Die Mentes ist stärker. Definitiv. Wir gehen gleich mal so raus. Auch ohne Leben besteht das Potenzial. Wenn du Zeit hast, würde ich gerne mit dir reden. Schon wieder? Captain, benötigen Sie meine Hilfe? Nein. Wo müssen wir überhaupt hin? Begib dich wo auch immer. Was? Begib dich zum... Sind wir jetzt eigentlich auf diesem komischen Planeten oder sind wir hier nicht? Oh, hier ist aber hier. Guck mal hier. Kobalt irgendwas. Können wir mal hier kurz scannen, ne wahr? Das auch. Begib dich zum Planeten. Ich bin doch auf dem, ne? Oder? Hanghöhle. Finde das Artefakt auf dem Planeten. Okay, Hanghöhle. Mann, geh da wieder raus. Das war die doch eben, oder? Ist das die? Geh aus dem Licht. So. Wir kommen ziemlich weit mit. Nur noch 300 Meter. Immer den Scanner anhalten. Anlassen. Das haben wir schon gescannt, oder? Ist nicht so, wenn die das da so anzeigen? Nee. Wasser. So, weiter geht's im Takt. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Kein direkter Weg zu sehen. Na danke. Analyse 82%. Richtig viel gibt es ja hier wohl nicht. Okay, hier geht es wahrscheinlich rein. Okay. Mach das mal weg. Müssen wir mal gucken. Hanghöhle, das ist er. Was liegt hier? Ein Abbauroboter oder sowas. Entschuldigung. Musste gerade husten, ne? Wie er jetzt. Ach, hier zeigt er jetzt die Dings an. Mal das Licht an, bitte. Oh, ne, jetzt soll er erstmal laden. Immer drin, braucht kein Licht hier. Hier gibt es keine Schießerei. Ehrlich nicht. Oh, da geht's runter. Das ist doch ein Laser da unten. Raumanzüge. Ich hätte gern kurz mit dir gesprochen. Jetzt hier nicht alle. Was ist denn das? Kann ich nicht aufnehmen. Da sind Laser. Ich will mal was ausprobieren. Waffen? Wo war die denn? War das die? Nee.
Oder? Die Zapper nicht. Die Beowulf auch nicht. Wir hatten doch da eben... Wo ist denn die... Warte mal, welche habe ich... Ist die weg, Habe ich nicht verkauft. Nein, habe ich nicht. Beowulf. Wo haben wir denn... Die ist es. Warte mal. Atem anhalten. Okay, wie schnell lädt der nach? Alles klar. Der mag auf uns schießen. Geh nicht darunter, Alter. So. War das jetzt wieder die? Geh mal hier hin. Kommt da jemand? Nee, eigentlich nicht. Ist da noch jemand? Haben wir da eigentlich einen Sprengstoff? Da ist eine Munitionskiste. Da sind mehrere Munitionskisten. Da ist nichts. Nehmen wir die und runter hier. Was ist denn hier drin? Osmi, wie auch immer. Quellen sind da drin. Jede Menge. Quecksilber. Brauchen wir jetzt nicht. Kaufen wir halt. Anzug. 7,5 Masse. Ist natürlich shit, echt, ey. 7,5 Masse. Was ist das? Ahumsirup, Orangen brauchen wir nicht. Was hier drin? Kaliber irgendwas. Da ist ein Dings unten drunter. Was auch immer. So, was hier noch? Da liegt auch noch was. Waffenkoffer öffnen. Nehmen wir mit. So, weiter geht's. Intakt hier. Hoffentlich sind wir nicht weit genug, warte. Hier rum. Kann man hier irgendwas. Da ist übrigens ein Gerippe. Hä? Da dann wahrscheinlich. Oh. Wo geht's denn hier lang? Da hoch. Alter. Da. Wahrscheinlich hier lang, ne? Ja. Können wir hier was scannen? Nee. Da ist Artefakt. Ist hier noch irgendwas, was uns hier Ärger bereiten kann? Eigentlich nicht. Wieso ist denn hier niemand drin? Außer die die Geschütztürme. Wusste ich doch. Okay. Alter, ich könnte Hilfe gebrauchen. Wo ist denn der? Okay, müssen wir so machen. Tut er sich irgendwie schützen oder sowas? Mach mal das Ding an, bitte. Ja. Ja, ja. Was habe ich eben? Eine Quantum-Essenz? Was hat er eben da gesagt? Was ist denn eigentlich mit meiner Laschenlampe los? Was ist denn das für ein Licht? Ist auf jeden Fall Blut. Komisches Licht. Was ist denn hier? Was haben sie hier wieder verborgt? Oder ist das hier wegen der Gravitation? So. Artefakt nehmen. Komme ich wieder nicht dran. Also. Kuh. Geh weg. Kuh. Den. Und weg mit. Jawohl. So, nimm mal das Artefakt bitte. Dann sind wir hier schon wieder LSD. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Ja.
Anscheinend. Jetzt geht die Taschenlampe wieder. Können wir schnell reisen, bitte? Weiter ins Unbekannte, bitte. Jo, können wir machen. Dann machen wir das auch so. Schon wieder? Alter! Wo denn? Unten links, oben rechts. Unten links, oben rechts, unten üben. So. Antriebsverlust beim Ziel. Antriebsverlust beim Ziel. Ja, ja. Mir schon klar. Klar, zerstöre 15 Schiffe, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. So, runter hier. Verlassener Radiator, habe ich ja eben gelesen. Oh, Level 23, haben wir Level abgehabt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Landeplatz reicht aus. Wir bringen das Schiff runter. Jetzt will ich hoffen, dass der ausreicht, weil der Planet ist groß genug. Aber die Raumkämpfe sind schon weiter. Nee, wir machen hier erstmal bitte aufstehen. So. Und dann. Schieß los. Nee, ich schieß jetzt hier nicht los. Frachtraum. Inventar hier unten. Die Anzeige finde ich stark. Anzug. Ranger. Mach die mal da weg. Machen wir erstmal weg, die Dinger. Komm. So. Haben wir eigentlich hier noch irgendwelche komischen Schwerelosdraht und das auch weg. Und DPS, Cutter. Brauchen wir die Dinger eigentlich? Hier, die tust du mal rein in das Schiff und die. Haben wir noch eine andere Waffe, die 828? Ja, die Zapper da oben. Das ist welche? Das ist die. Okay, dann mach die mal weg. Die haben wir nicht. Das ist die Tamp. Das sind 3000 und die 498 war halt die da oben. Die Peacekeeper hat es auch. Und die hat das. Ab ins Schiff. So. Raus hier. Nächste Schlacht. Wo ist denn hier der Ausgang nochmal? Ach, hier müssen wir runter. Hier, das Ding gefällt mir ja gar nicht, dass das Ding da steht. Ach, warte mal, was ist denn hier überhaupt drin? Drahtspule? Nichts. Was ist hier? Waffenkoffer. Nichts drin. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist ein Knast. Ach, das sind die Dinger. Okay. Haben wir gar nicht geguckt. Da geht's hoch. Was steht hier? Mitnehmen. Hier sitzt dann der Chef, ne? Apropos sitzt, wir haben wieder was vergessen. Ich sitze jetzt mal hier. So, und dann tun wir mal bitte warten machen. Und dann müssen wir mal, glaube ich, mach mal. Reicht da eigentlich eine lokale Stunde? Weiß ich jetzt gar nicht. Steh mal auf. Wegen dem XP-Boost. Lass mal kurz gucken. Ne, hier ist der nicht, der ist hier. Glaube ich, theoretisch. Skillpunkte haben wir 3 Stück zu vergeben. War der hier? Nee. Ach, ist mir jetzt wurscht. So, wo geht's denn hier raus? Was ist denn da oben? Oder war man hier oder war hier oben der Ausgang? Ich habe jetzt vergessen. Lass mal gucken. Aha. Hier war das. Hier ist Party geht hier ab. Und die Party geht ab. Was ist hier drin? Salat. Hier? Ach so, nicht warten. Man muss ins Bett legen, um den XP-Boost zu kriegen. Habe ich vergessen. Jetzt bin ich zu. Jetzt ist mir jetzt zu doof. So, runter. Wir fallen so runter. Die sitzt da, alles klar. Komme ich denn hier raus? Hier lang, hier lang. Hier runterfallen lassen. Und dann hier raus. Oh Gott, finde ich mein eigenes Schiff nicht zurecht, ey. Auch wenn es hier kein Leben gibt. Nein, jetzt nicht. Hallo.
F. Mhm. Ressourcen. Also hier ist sie genauso. Es geht. Übrigens, wenn ihr irgendwo auf einem Planeten landet, landet immer noch ein anderes Raumschiff. Vom Spiel sofort vorgesehen. Das ist normal so. Das seht, achtet mal darauf. Ihr landet und wenige Sekunden danach landet immer ein anderes Raumschiff. Immer. Achso, hier kann ich ja wieder nicht. Ja, ja. Tut mir mal husten. Wo muss ich hin? So. Ach, das sieht doch schon wieder. Ist doch schon wieder so eine blöde Fabrik. Ist das doch hier die Rumballerei? Meine arme Munition, echt, ey. Halt das Ding da unten, scannen wir nochmal. So. Dass man das aber auch nicht. Danke. Den will ich nicht gerade nehmen. So. Mit dem Schiff, das ist ja ein Landeplatz, steht kein Schiff. Ist hier irgendjemand, den wir von der Ferne aus erschießen können? Da sind welche. Ach, ich habe das Ding ja hier nicht drauf. Was war das? Das war die Justifier. Da. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die uns feindlich gegenüberstehen. Aber wahrscheinlich schon, ne? Der Krater bietet sehr guten Schutz. Oh je. Sowohl gegen mich, habe etwas mit dir zu besprechen, wenn du Zeit hast. Sind die jetzt feindlich oder nicht? Ich glaube schon, ne? Warte mal. F5. Der steht da hinten. Dieser Roboter gefällt mir halt da nicht, ne? Wo ist denn der Arsch? Krieg ich den von hier? Ja. So, noch. Ich habe keine Ahnung, aber Kopfgeld ist ja irgendwie nicht da. Oh. Der sieht dicker aus. Da ist Giftgas. Pirat Vanguard, okay. Könntest du mir mal helfen, alle? Ja, ja. Halt. Die braucht unheimlich lang zum zwischen den Schüssen, die Waffe. Aber sie geht. So, noch jemand? Da ist noch ein Roboter. Ich weiß nicht, ob der aktiv wird oder nicht. Anscheinend nicht, ne? Das ist ein Geschütz, das haben wir aber nicht erledigt. Oder doch, das haben wir erledigt. Wir können ja mal hier das platt machen. Und dann so und ab. So, jetzt haben wir natürlich immer, wenn du von oben die Leute. Was ist das denn hier? Erledigst, hast du halt. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Ja, ist mir schon klar. Das Problem, dass du den Kram in der Regel vergisst einzusammeln. Hier haben wir da auch noch einen erledigt, da. Was ist denn jetzt los, Alter? Status. O2-Schaden, Objekt, Achtung, Anzugschutz ausgebraucht, Achtung, Anzugschutz aufgebraucht. Ja, das ist ein Scheißanzug, glaube ich mal jetzt, so wie das aussieht. Immer dieses Achtung aufgebraucht und bla bla bla. Upsi. Tja, guck halt nach hinten. Oh. So, renn hier. Ab geht's.
So, brauche ich ja wohl keinen Anzug hier, ne? Forschungsanlage. Gibt's doch jetzt eh wieder Ballerei. Na? So. Das da, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.